Hallihallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Bluthunde, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Ja, es geht blutig weiter hier mit dem nächsten Unboxing. Am Mittwoch habe ich euch ja bereits das Ebola oder The Ebola Syndrome mitgebracht und heute habe ich für euch den aktuellen Schocker aus Südkorea im Gepäck, und zwar ist das Project Wolf Hunting oder Wolf Hunting, wie auch immer, von Regisseur Hong Sung Kim oder Kim Hong Sung. Ich weiß nicht, das ist ja bei den Asiaten, da wird ja manchmal der Vorname vor den Nachnamen oder andersrum. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, dieser Film wurde letztes Jahr in Südkorea gedreht, lief auf verschiedenen Festivals mit relativ großem Erfolg und Cape Light Pictures hat den nach Deutschland geholt. Und seit heute, seit dem 5. Mai 2023, könnt ihr euch den Film auch im Mediabook nach Hause holen, natürlich vollkommen ungeschnitten, unzensiert, und dafür musste Cape Light Pictures auch gerade dreimal zur FSK laufen, um den Film neu vorzulegen, damit sie überhaupt eine Freigabe bekommen haben. So, aber die Freigabe gab's. Fürs Kino gab es eine 18er Freigabe. Die Heimkinoauswertung hat hingegen das Spio JK Siegel drauf, keine schwere Jugendgefährdung. Also ja, so schlimm wird's wohl nicht sein. So, wir schauen uns das Teil jetzt mal an. Über den Film selber, ja, was soll ich da groß zu sagen? Es ist ein Actionfilm mit sehr, sehr viel drastischer Gewalt und ja, das ist eigentlich alles. Das ist eine Gruppe von Sträflingen, die auf dem Seeweg verschifft werden soll, und die kommen in den Besitz von Waffen, brechen aus und massakrieren ihre Wärter. Dabei kommt es zu vielen, vielen extrem blutigen Szenen. Aber ja, wem sage ich das? Ihr, ne? Ihr werdet es vermutlich wissen und schaut's euch an. Vielleicht gefällt's euch, vielleicht doch nicht. Auf jeden Fall, die Freigabe, also keine schwere Jugendgefährdung, ist hier auf jeden Fall legitim. Es ist ein extrem brutaler Film. Dafür wurde dann halt ein bisschen auf den Inhalt verzichtet. Also inhaltlich hat der Film nicht so wahnsinnig viel zu bieten. Dafür aber jede Menge Gewalt, Kämpfe, Blut und naja, gut. Wem es gefällt, der hat hier sicherlich seine Freude dran. So, das Mediabook kommt wie bei Cape Light manchmal zu sehen in einer Lederoptik und Haptik. Ihr wisst ja, Cape Light Pictures hat zwei Cover-Varianten beziehungsweise zwei Arten von Mediabooks. Einmal diese Matten, die aussehen, als wären sie mit Recyclingpapier bezogen, hat manchmal auch was. Und dann haben die noch diese Lederoptik hier, die ich persönlich wesentlich schöner finde, weil es halt wertiger wirkt. Und hier hat man sich halt für diese Lederoptik entschieden. So, das ist natürlich kein Leder, aber ihr seht es ja. Und wenn ihr es in der Hand halten würdet, würdet ihr es auch spüren. So, ich habe das Licht jetzt extra, da könnt ihr hier die Oberflächenstruktur sehen. So. Vorne drauf haben wir das Artwork, das, ja, ich finde, das hat was, ja, dieses zusammengenähte, ja, ich weiß nicht, es passt gut zum Film. Dann hier diese Schraffurschrift, diese altdeutsche Schraffurschrift, ja, weiß ich jetzt nicht, ob das so, aber ja, das, ja, auch das passt irgendwie dazu, auch wenn das irgendwie, naja, ein bisschen am Thema vorbei ist, aber naja. So, auf dem Spine haben wir ebenfalls Projekt Wolf Hunting stehen und oben den Hinweis auf die Blu-ray, unten den Hinweis auf die DVD, denn es ist ein Kombipaket. Auf der Rückseite haben wir ein ebenfalls, wie ich finde, sehr gelungenes Artwork. Ja, hat was, hat was. Also es sieht schon ziemlich saftig aus und ja, damit passt es auch perfekt zum Film. So, dann haben wir noch diese Vorlagekarte, die hinten dankenswerterweise nur draufgelegt war. Da haben wir oben einmal eine Inhaltsangabe, dann ein Bild aus dem Film, und ihr seht es, die Kamera schwenkt schon wieder in diesen Sepia-Bereich. Keine Ahnung, woran das liegt. Hier haben wir weitere saftige Bilder und hier das umfangreiche Bonusmaterial. Also wir haben ein Making-of, Behind the Scenes, Kinotrailer und halt das Booklet. Das schauen wir uns gleich an. Dann haben wir hier die Credits, hier unten die Produktspezifikationen und dann hier, ja, das Spio JK-Siegel, keine schwere Jugendgefährdung. Auf der Rückseite haben wir Werbung für den kommenden Titel. Das wäre Limbo. Sagt mir jetzt auf Anhieb auch nichts, aber
wenn ich hier lese, ja, eine Reise in die Abgründe menschlicher Existenz. Wer weiß, vielleicht schwenkt Cape Light jetzt einen ganz neuen Kurs ein. Ich sag mal nach, was war das letztes Jahr, so Sadness, das passt ja auch irgendwie, asiatische Gewaltfilme. So, dann haben wir hier noch das Regal mit Cape Light Schätzen und wie immer da, wo das X dran ist, da wart ihr leider zu spät. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal von innen an. Zunächst mal, hier ist keine Bewegung drin, das ist wirklich gut, das ist hochwertig verarbeitet hier ein bisschen, aber es geht ja auch gar nicht anders, aber das ist auf jeden Fall schon mal wesentlich robuster als viele Mediabooks, die ich sonst auf dem Tisch liegen habe. So, dann haben wir auch wie bei Cape Light üblich diesen farbigen Innendruck, der dann in das Design der Disc übergeht. Das heißt, wir haben hier also die Disc liegen. In dem Fall ist das die Blu-ray und die hat das gleiche Design wie der Innendruck, so dass man also, wenn man die reinlegt, den Innendruck trotzdem noch sehen kann. Wobei das hier verzerrt ist. Seht ihr, das ist doch verschoben oder das Auge gehört da nicht so weit runter. Und auch hier die Lippen. Das sieht aus, als wenn das zwei unterschiedliche, das ist schlecht, das ist scheiße, also irgendwie, das gefällt mir nicht. So, ja, das wäre jetzt eine Vermutung gewesen, dass man hier vielleicht einen Innendruck hat, der durchgeht, aber so ist es nicht. Also das hier ist irgendwie deformiert. Mag sein, dass dieser Bursche im Film ebenfalls deformiert ist, dann ist es richtig, aber das sieht für mich, hier geht der Riss lang. Hier geht der Riss lang. Ich sehe es gerade, das soll so sein, das sind zwei Bilder. Okay, alles gut, hab nichts gesagt. Ja. Und hinten haben wir dann die DVD drin liegen, weil es gibt ja auch, wie ich immer wieder sage, noch sehr, sehr viele DVD-Sammler, die gerne ein Mediabook haben möchten, aber keine Blu-rays abspielen können. Für die ist die DVD mit drin und dann können sich die DVD-Sammler ebenfalls dieses schicke Mediabook ins Regal stellen. Finde ich persönlich prima. Auch wenn ich natürlich, ich brauche die DVD eigentlich nicht, aber ich sage das auch immer, es ist kein großer Kostenfaktor. Wäre jetzt hier also keine DVD drin, wird das Teil immer noch ähnlich viel kosten. Und bei ähnlich viel wäre jetzt auch der Preis interessant. Der schwankt aktuell zwischen 27 und 32 Euro, also je nachdem, wo ihr bestellt. Guckt einfach mal, haltet die Augen offen, wo ihr es günstig bekommt. So, ein kleiner Hinweis noch, wenn ihr auf blu-ray-disc.de vorbeischaut, der Link ist unten in der Infobox, da findet ihr direkt einen Preisvergleich auf der Übersichtsseite. Da müsst ihr nicht selber suchen, da haben wir dann die ganzen Shops aufgelistet mit dem aktuellen Preis und, und wenn ihr dann über den Button bestellt habt, blu-ray-disc auch noch was davon. Und das wäre ja schön, euch kostet es nicht extra und die präsentieren das Ganze hier durch mich, also ja, geht ruhig mal dahin. So. Wir haben hier ein Booklet, das ist wie bei Cape Light üblich sehr schönes mattes Papier. Das mag ich persönlich sehr gerne. Allerdings, was ich nicht gerne mag, sind diese doppelseitigen Bilder aus dem Film. Ich brauche sowas nicht. Ich brauche sowas wirklich nicht. Ich meine, gut, hier, ne, man sieht schon, was auf einen zukommt, aber wenn ich das Teil gekauft habe und dann das Booklet ansehe, dann habe ich im Zweifel den Film schon gesehen. So ist hier ist was anderes, wenn man hier so eine Collage hat, dann finde ich das ganz nett hier so, wenn so zwei Bilder zusammengehen, das hat ja auch irgendwo was Künstlerisches, lockert das Ganze auf, finde ich gut. Aber hier so ein ganzseitiges Bild aus dem Film, weiß ich nicht, brauche ich persönlich nicht, aber ja, das ist meine Meinung. So, jetzt sind wir hier in der Mitte angekommen und da haben wir die drei Tackerklammern, die das Booklet an Ort und Stelle halten. Auch hier haben wir wieder ein doppelseitiges Bild aus dem Film, das sich zum Teil auch hinten auf der Vorlagekarte wiederfindet. Aber gut, in der Mitte, ja, gut, sei es mal verziehen. So, und jetzt fällt mir hier auch schon wieder auf das gleiche Problem, das Cape Light seit Wochen, Monaten hat. Ihr seht das auch, es ist nicht sauber verarbeitet. Hier schlägt das direkt nach der Hälfte Wellen. Das bedeutet, das Booklet ist nicht sauber, nicht genau mittig verarbeitet und das führt dann dazu, dass hier diese Wellen kommen und dass die Bilder, wenn sie so übereinander gehen, über mehrere Seiten, dass die dann versetzt sind. So, jetzt fällt das hier nicht so wahnsinnig auf, weil das Bild sowieso aus verschiedenen Bildern zusammengenäht ist, aber trotzdem, das ist etwas, was mich fuchst. Ja, es ist einfach schlampig verarbeitet. Ich weiß nicht, woran das liegt. Hatte Cape Light früher nicht vielleicht. Lassen die Mediabooks jetzt woanders herstellen, aber auf jeden Fall, das hier ist etwas, was immer wieder ein kleines Ärgernis ist und vielleicht kann man das demnächst mal abstellen. So, hier ein weiteres Bild, auch aus zwei zusammengenäht. Gut, langsam wird es ein bisschen, ne? So, dann sind wir auch schon durch
Und hier wieder der Hinweis, Interview geführt von Ruven Linnartz in Kooperation mit Deadline, das Filmmagazin. Das heißt, dieses Booklet hier wurde von einem Redakteur des Deadline-Magazins verfasst. Jetzt weiß ich nicht, ob dieses Interview, das hier drin ist, denn es ist nur ein Interview, nur in Anführungsstrichen, nur ein Interview, ob das auch eins zu eins so im Deadline-Magazin abgedruckt worden ist. In dem Fall ist das natürlich für Filmfans, die sich für solche Filme interessieren und das Deadline-Magazin im Abo haben oder sich das regelmäßig kaufen, ist das Booklet natürlich, ich will nicht sagen wertlos, aber auf jeden Fall nicht so, als hätte man extra für diese Veröffentlichung was verfasst. Aber das kann auch sein. Ich weiß es eben nicht, weil ich das Deadline-Magazin selber nicht lese. Es ist möglich und ich habe bis jetzt noch keine Antwort bekommen. Es wäre schön, wenn man hier mal ein Feedback bekommt, ob dieses Interview hier auch eins zu eins im Deadline-Magazin wiederzufinden ist oder ob es exklusiv für diese Veröffentlichung hier produziert worden, also aufgenommen wurde, aufgeschrieben wurde. Ihr wisst, was ich meine. Ja, so. Und wir schließen ab mit einem weiteren doppelseitigen Bild aus dem Film. Hier sind auch Nähte, aber ja, das sind keine zwei Bilder, die zusammengenäht wurden. Hier wurde wohl die Person zusammengenäht. Ja, und das war's. So, hier werden noch mehr. Oh, das sieht ja, ach so, das ist dieser super, ja, ich will jetzt auch gar nicht spoilern, was es damit auf sich hat. Auf jeden Fall ist mir gerade irgendwas aufgefallen. Hier kam mir irgendwas entgegen. Was war das denn jetzt? Ach ja, hier, guck mal, ja, das ist noch was. Das hätte ich fast übersehen. Das ist wieder auf so einen Pappdeckel draufgeklebt. Dieser Plastiktray befindet sich auf einem Pappdeckel. Der Pappdeckel wird in das Mediabook reingeklebt. Das sieht dann so aus. Und ihr seht es, ja, das nicht ganz optimal. Nicht ganz optimal. Aber gut, das sehe ich in letzter Zeit immer häufiger. So, hier auch auf dem Pappdeckel drauf und dann hier. Ist natürlich einfacher zu verarbeiten, ne? Aber früher ging es auch anders und geht auch heute noch. Aber, naja, so, das war's. Das Unboxing zu Project Wolf Hunting ab heute, ab dem 5.5.23 im Handel erhältlich. Wobei, wie gesagt, mit keine schwere Jugendgefährdung. Also ihr werdet es vermutlich nicht im Supermarkt an der Kasse liegen sehen. Müsst ihr schon in den Fachhandel gehen. Aber dafür ist der Fachhandel ja auch da. In diesem Sinn, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Seid schlau, schaut blau, bleibt gesund und bleibt geil. Abonniert den Kanal, abonniert die Glocke, drückt mir Kommentare rein. Aber was sage ich? Ihr wisst ja, wie es läuft. Bis zum nächsten Mal. Euer Michael Speyer.